No, I'm not a human. I am. Okay. Let's go. Sehr Arthouse, ja. I'm a U-A-I-A-U-A-I-A-U-A. People from the cities have already started coming to the neighbors. People have changed a lot. If they come to your place, you let them in. Just be careful, okay? I've heard of people being killed by other people. Now I hear these stories more and more often. An acquaintance said that creatures that look like humans are coming. Er ist farbenblind. So sehen ungefähr Katzen, Chat. So nehmen ungefähr Katzen die Welt wahr. In a few days they will tell me what signs can be used to distinguish them from humans. You can't stay alone. Something very evil will come and who knows who's next. In 2D, nein, ich meine alles so bläulich. Also die können wohl auch generell mit blauen Farben, blaue Farben besser erkennen und so. You can't stay alone. Something very evil will come and yeah. What's going on out there? It's safe to look out the windows at night. And I even recommend it. That way you at least realize what surrounds your house. It's hard to look out during the day. It gets very hot. The light hurts my eyes. Okay. Is it better not to leave the house now? Wait, what do we do now? Okay, ich frag mal nach dem hier. Bin ich der Einzige, der das als grün wahrnimmt? Oh oh, Max. Oh oh. Let's summarize. There is gonna be people coming in at night. You decide who to let in, who not. Das ist doch kein Grün, das ist Blau, Chat. Nicht Bre, das ist Blau. Ihr habt euren Bildschirm falsch eingestellt. Türkis würde ich vielleicht noch durchgehen lassen, aber nicht Grün. Türkis vielleicht noch, pass auf, Chat. Oh, dann geht das Spiel aus, wenn ich raus habe. Ah, nee. Das ist Blau, Chat. Die Jacke hier ist Blau. Das ist Blau. Die Jacke von dem Typen. Hier ist ein dunkles Blau. Auf der Kassette hier. Das ist Dunkelblau. Aber... Fuck, jetzt wollte ich sagen, aber das ist ja grün. Aber das ist ja auch Blau. Das ist grün, richtig. Das ist kein Grün, das ist Blau. Guckt! Hier, Chat. Das Symbol ist hier grün. Das ist grün. Das ist grün. Und das ist doch eine komplett andere Farbe als im Spiel gerade. Grün hat viele Facetten wie jede Farbe. Ach, Blau nicht? Blau hat keine Facetten. Miese Sau. It's hard to decide visually. We will be told later by the authorities what to do. Look in the windows. You don't know what's going on. And keep your head down. It's dangerous everywhere now. I will sleep in your cabinet tonight. And tomorrow you can do it yourself. Come and see me in the afternoon and we will talk. Okay, wir leben in einer Welt, wo tagsüber irgendwie so ein krasses Licht ist, dass es weh tut und man sich einsperrt.
Und nachts sind irgendwie Leute unterwegs, die wahrscheinlich Unterschlupf suchen. Und wir entscheiden, ob wir die reinlassen oder nicht. Das ist aber kein Schüler-Saat-Spiel. Good morning, dear viewers. It's the morning weather forecast. The sun keeps shining and the summer heat persists in our town. The duration of this heat has already broken a Guinness record, and it seems that the good weather isn't going anywhere. Okay, es ist einfach nur heiß draußen. Es ist einfach nur sehr, sehr heiß. Scientists are closely monitoring solar activity and predict its intensification, but they assure us there's no need to worry. So grab your sunglasses, take your best swimsuits, and don't forget your hats. And most importantly, make sure you don't get sunstroke. Lately, there has been more weird behavior in the town, and experts think it's because of too much sun. Okay. By the way, da ist jetzt irgendwie so drei Blitze aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob das meine Leben sind oder so. I don't want to sleep. I have enough energy to talk with somebody. Somebody just like you. Wow. Da ist er. Den haben wir heute Nacht reingelassen. Ah, das ist meine Energie. Wie viele? Wahrscheinlich, wenn ich Dinge tue, brauche ich Energie. I'm feeling drowsy from the beer. Wir sind besoffen, Chat. Safe, okay. Ganz weirder Stil irgendwie. Und ich mag die Musik. Okay, gehen wir quatschen. Ich kann nicht mit ihm quatschen. Knebel, danke schön für 8 Monate. Dass für euch alles grün ist. Okay, das ist ein Kind, die müssen wir reinlassen, Chat. Is my dad here? Can you call him? It wasn't scary during the day, but now it is. A lot of people went out at night. What's your father's name? Did you forget his name? Oh, you're checking to see if I'm a visitor. You're smart. I'll start checking people now too. Are you afraid of visitors? I don't know. Everyone is scared of them. I'm scared of them too. I haven't seen one of them. Are they scary? Do they hurt? Okay, die reden von Besuchern, als wären das irgendwelche, keine Ahnung, fremden Wesen. If my friend from school hit me hard, is he a visitor too? Daddy said to be careful. I'm very careful. I came here very quietly. No one saw me. I'm calling Dad for you. Good luck. Thanks. Good luck, you too. We go now. I'm scared to be outside alone at night. We are going to play a game. He made me some kind of game where you have to roll a dice. And then walk on objects. I mean, like a chair or a couch. And then you have to build a road. Anyway, I'll show you later. Goodbye. Okay. Es klappt wieder.
Den lassen wir nicht rein, Chad. I was hiding in the pub, but I was kicked out. Why, huh? Not everyone can handle my temper. But I don't mean to offend anyone. Don't get me wrong. It's just sometimes it gets sickening, you know, how it is. What do you think? Will you let me in? Are you sure there won't be any trouble with you? Are you not a visitor, ain't you? You think I'm one of these monsters? No, I'm no visitor, but asking everyone to their face about it is just crazy. Anyway, it will be like that from now on. Ja, es ist natürlich vielleicht eine dumme Frage gewesen, ne? Wenn er so ein Visitor ist und ich frage ihn, bist du ein Visitor, dann wird er natürlich sagen, nein, ich bin kein Visitor. Und ein Mensch wird auch sagen, ich bin kein Visitor. Why did they kick you out of your last shelter? I was thinking to tell you something offensive, but I changed my mind. I told you, people just felt uncomfortable with me. There were all sorts of weirdos. When I think about it, maybe it was for the best that they kicked me out. Those would have eaten me alive and not even noticed. Okay. Lass mir da rein, Chat. Was sagt ihr? Nehmen wir den rein? Er scheint einfach nur ein netter Typ zu sein. Nur ein bisschen temperamentvoll. Ja, mir fällt es auch schwer, ihn abzuweisen. Er klingt so traurig und niedergeschlagen. Come in and find out. Ja, finde ich auch. Thanks. Trust in people nowadays is worth no more than a coin. That's why I appreciate your trust. Maybe? Alright. I can't promise anything. Okay. Wir haben einen netten Mann drin. Ist noch jemand gekommen? Okay, den lassen wir nicht rein, Chat. Sorry for disturbing you so late. It's just too hot during the day. The TV said it's better not to go out in the sun. Is there any corner for me? Who are you? I used to live closer to the town. The asphalt heats up pretty intensely out there. I used to work as a cashier. Not anymore, though. I got fired. Just didn't have any luck with work. Was willst du tun? Oder was denkst du, wird in der Zukunft passieren? Fragen wir hier. I don't know. Will I survive? Who will help me? How long will I have to search for help? I don't know. What will happen next? I can't even guess. Aren't you scared by this? I am very much so. Chat, ich will ihn auch reinlassen, glaube ich. Den lassen wir auch rein, oder? Der ist sehr ängstlich. Komm, das ist ein Süßer. Guck mal, wie er grinst. Voll süß. Never, doch. Thank you, really. Oh Gott. I will live one more day. Einfach alle reinlassen. Nee. Jetzt seems no one. Okay, keiner kommt mehr heute Nacht. So, wo sind die? Okay, ich kann nicht in deren Zimmer rein. Heute Nacht werde ich vielleicht gefressen. Aber das ist mir egal. Ich bin als guter Mensch gestorben. Junge, was für Angel Anaconda. We interrupt our morning show for an urgent message. Today at blah blah blah, there was a powerful solar energy eruption. This flare was larger than scientists predicted. The air temperature has reached a critical level. Authorities have declared a state of emergency. Ach du Scheiße. We urge all citizens to avoid going outside during daylight hours. Boah. Chat, was würdet ihr schlimmer finden? Eine richtig krasse Eiszeit oder so eine extreme Hitze, dass man nicht mal tags rausgehen kann? Also ich finde,
Ich komme mit Hitze besser klar als mit Kälte. Aber ich finde extreme Hitze irgendwie gruseliger als extreme Kälte. Weil ich glaube, bei Kälte, wenn du extreme Kälte hast, so eine Eiszeit, und du bist gerade quasi an dem Punkt, dass die Kälte dich umbringt, dann schläfst du ja in der Regel ein, ne? Man kann sich immer dicker anziehen. Ja, wir reden hier nicht über minus 5 Grad. Wir reden hier schon um eine extreme Eiszeit. So wie damals mit den Dinosauriern und so. Und dann das Gegenteil, das extreme Gegenteil. Dass es so heiß ist, dass wenn du rausgehst tagsüber, dass du quasi dich verbrennst. Es gibt Erfahrungsberichte von Leuten, die an Kälte gestorben sind. Das ist wirklich grausam. Wie gibt es Erfahrungsberichte von Leuten, die gestorben sind? Also gegen Hitze kannst du was tun. Aber gegen so eine extreme Hitze, was willst du dagegen tun? Was willst du da machen? Das, ab einem Punkt wird dein Kühlschrank nicht mal mehr kühlen, weil es von außen so heiß ist. Haut ausziehen. Ja, so, du meinst Kälte, okay. Also ich glaube, wegen Hitze zu sterben ist gruseliger als wegen Kälte. Naja, vor allem bei Hitze, irgendwann heizt sich ja alles auf. Irgendwann ist ja alles einfach nur noch warm und heiß. Also beim Frieren ist es halt schon so, dass es erstmal schmerzt und taub wird. Hättet ihr also nur einschlafen, ne? Ja, ich meine, beides natürlich es. Bei beiden wirst du Schmerzen haben und leiden. Aber I guess einschlafen ist... Wobei, bei Hitze wirst du vielleicht eher an Dehydrierung sterben, ne? An Dehydrierung sterben und Kreislauf und sowas. Als verbrennen. Hitzeschlag und sowas, ja. Du wirst gestern nicht einfach verbrennen. Also bevor du verbrennst, wirst du halt kollabieren. Now, on the news. Aliens? People emerging from underground? No, this isn't a sci-fi story or tabloid headline. Eyewitness report contact with visitors around the city. One witness encountered a middle-aged man who had perfectly white teeth. Scheiße, ich glaube, wir haben den reingelassen, Chat. It turns out he was one of these visitors. Ist das der Typ, den wir reingelassen haben? Der zweite, der so Angst hatte? Nee? Aber okay, wir kriegen auf jeden Fall hier einen Hinweis. Extrem weiße Zähne ist ein Hint für Aliens. Similar incident with visitors sporting perfect teeth have been observed. So if you want to identify them, check their teeth. Please stay alert and calm. Now let's move on to other news. Okay. Zähne. Wir haben schon mal einen Indiz bekommen. Zähne sind schrecklich. Das. Wow, did you want something? Zeig Zähne. I need to check on you. What do you want to check? Teeth. Do you want to see my teeth? Well, look at them. They still have the taste of unhappiness and smoke on them. Okay, die sind nicht perfekt. Yellowish, huh? Well, don't fuck with me with your tests. I'm not a visitor. That's okay.
Die sehen halt aus wie normale Zähne und... Er meinte, die sind auch noch gelb. Wo ist der andere Chat? Wo ist der andere Typ? Okay. Hopefully this will be all over soon. I need to check on you. How are you going to make decisions based on teeth, huh? I've had my teeth fixed recently. Although, to be honest, I can't remember I've been to the dentist. Have I been to one? God, I can't even remember what I ate yesterday because of fear. Boah, Chat. Das sind schon perfekte Beißerchen, ne? Das sind schon perfekte Beißerchen. Does that... Do I fit the description? That can't be. I can't be a visitor, yes? Shoot. Hear out? Shoot? Er meinte, er hat sich letztens die Zähne frisch machen lassen. Ja, lass... Ich kann ja vielleicht danach nochmal schießen, Chat. Hear out. No, it's just a coincidence, right? Now I... Can I be a visitor? It can't be. It can't be, can it? I remember my life, nothing in it, nothing like that. Thank you. Scheiße, ich dachte, ich darf noch schießen. Verdammt. Okay, wie erkennt man Visitor? Weiß er vielleicht irgendwas? I wish I knew now. I'm so scared that the Visitor could be anyone. Bad ending, nein. The only thing I heard on the radio was that their teeth are perfect, but... Do regular people not have good teeth? Das ist kein Obdachloser. Also ja, jetzt mittlerweile. Weil die Welt jetzt gerade so untergeht. I don't even know what to say. I decided to look out the window and I wish I had looked out there. The sun just burned some kids. I don't want to die from the burning sun so badly. I would rather die a quick and painless death than die from the sun in agony. I don't want to be burned to death. I don't, no. It's only going to get worse. I know it. We are all gonna die. I'm sorry, I'm very worried. Boah, es wird doch kein Alien sein, Chat. Wieso sollte ein Alien so einen Film schieben? Ich kann die nicht töten. Damit du ihr glaubst? Genau das will das Alien, dass du denkst. Aber weiß das Alien, dass wir Menschen so gestrickt sind, dass wir so eine Scheiße glauben würden? Wissen die, dass Menschen sich so benehmen, wie er sich benimmt? Was siehst du in ihm? Einen... panischen Jungen, der irgendwie eine Bleibe braucht. Ich kann mit dem kein zweites Mal reden. Okay, ich habe keine Energy, wir müssen schlafen gehen. Let me tell you right away, I'm not afraid of the heat, but I'm still looking for a quiet place. Digga, die hat eine dicke Jacke und einen Schal an. Das ist ein scheiß Alien. Can I find peace at your place? How long have you been looking for a peaceful place? There's never been any peace for me, so yeah, for a long time. Take off your jacket. No. It's okay if you don't let me in. I just keep moving. I'm not gonna beg or bother you. Boah, Chat, ich kann die doch auch nicht gehen lassen. Okay,
Jackie, Digga. Ja, guck mal, wie die reagiert. Ich sag, die sagt, ah, egal. Wenn du mich nicht reinlässt, dann gehe ich halt weiter. Du kannst dich alle reinlassen. Aber ja, das mit der Jacke und dem Schal ist schon irgendwie sehr verwirrend, ne? Draußen sterben Menschen wegen Hitze, die verbrennen in der Hitze. Und die läuft mit Schal und Jacke. Aber ich meine, wenn die schon so lange überlebt hat, dann wird sie auch weiter überleben. Draußen, oder? Lass sie gehen. Die Augen sehen komisch aus. Ich würde halt gerne nach den Zähnen fragen. Aber es ist ihr Lieblingsschal. Ja, bestimmt irgendwie, wenn ich die reinlasse, dann kriege ich ihm eine Story von wegen, ihr Mann ist vor ihren Augen in der Sonne gestorben und der hat diesen Schal getragen, sein Leben lang. Ja, okay, dann lasse ich sie halt nicht rein, Chat. Aber eigentlich will ich sie reinlassen. Aber Emin, auch wenn ich sie nicht reinlasse, sie überlebt. Sie sagt ja, sie ist schon länger unterwegs. Draußen, ohne Bleibe. Also wird sie die nächsten Tage auch überleben, oder? Lerne Nein zu sagen. I get it. Okay, bye. I see you got a lot of gunpowder residue on your hands. Can you shoot me? Yeah, you need the bullets for yourself. Bye. Ich hätte sie reinlassen sollen, Chat. Guck mal, wie verzweifelt die ist. Ich hätte sie reinlassen sollen. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Okay, den lasse ich definitiv nicht rein. How fortunate we are. We've witnessed firsthand the consequence of human passion. The earth will be cleansed. The sun will do its work. And we will go to the new clean world. That's the fucking good news. What? What are you doing, human? Listen to me. I'll give you a brief rundown. The sun burns and burns us for a reason. It bakes sins out of us. We've all done all sorts of things, and now the sun is angry, gives his hit to us. And that's what a good thing. That's a good thing. All our sins will be over. We will live our lives properly. You mean we have to die? What's gonna happen to you then? What it's got to do with me? We are all going to live well right after the sun helps. The sun will just help us get rid of all this stuff, you know? No? You understand everything, why you're alive. Mit dir im ganzen Bierchen zwischen. Mann, Chat, ich hätte gern die Frau reingenommen. Hau ab. Did you pretend you didn't know anything about the sun? Well, fuck you then, I'll save someone else. Alright, bye bye. Fuck. Ich kann mich nicht entscheiden, Chat. Too bad we are the witness. Maybe we are participants too. Who are you? Just a person. I'm not looking for anything. I'm not forcing anyone to do anything. I came out of the shadows. I'll stay in the shadows. You're weird. It's even safer that way, for me mostly, but still. It's easier to preserve something from floods, fires, and time. Not every seed becomes a tree, huh? Will you read my fortune? Choose where I should open the book and read a line. Open the beginning, top paragraph, open near the middle. Ja, machen wir middle. The dead will come and tell. And he will not be... Was? What does that mean?
I need to think now. Maybe I'll see you later. Der geht einfach von alleine. Mann, ich hätte die Frau reingelassen. Wir haben diese Nacht niemanden reingelassen. Scheiße. Die Frau tut mir so leid. Good morning, dear viewers. This is the morning news. Solar activity remains abnormal, and experts predict that it will continue to intensify. There are continuing reports from eyewitnesses about encounters with visitors. In response to this situation, authorities urgently ramped up FEMA operations. FEMA is an acronym for the Federal Emergency Management Agency. FEMA staff members wear yellow hazmat suit. The FEMA special committee started functioning recently, but they have discovered a new indicator of visitors. The FEMA special committee experts believe that besides teeth, visitors can be identified by dirt under their nails. As reported by FEMA, this was discovered during an inspection of one of the houses. Employees encountered a woman who had worked as a nurse. For some unknown reason, she had dirt under her nails. Given that visitors emerged from the underground, the woman was taken for testing. Her dangerous status was confirmed. If you notice anyone resembling a visitor, promptly contact FEMA members or call the hotline. 0451, vielleicht müssen wir das gleich anrufen. Please stay alert and calm and avoid leaving your home during daylight hours. Now let's move on the... Okay. Quatschen wir mal mit unseren Leuten hier. Zeig mir deine Nägel. I need to check on you. Hands. Dirt under the fingernails? Is that supposed to be a sign? They can just wash their hands. That's all it takes. So what? Every gardener is a visitor now? That's ridiculous. Look at the nails. Sehen gut aus, ne? Well, I'm a visitor. Of course not. Ich check deren Hygiene nicht. Zähne perfekt, Nägel am Arsch. Ja, Nägel am Arsch, weil die kommen ja aus dem Untergrund. Weil sie sich hochgegraben haben oder so. Er knabbert auch immer an den Nägeln. Hands. Show your fingernails in the resting sign for sure. Yeah, let's see. Chat, der zweite Hinweis. Ich kann ihn doch nicht töten. What's on them? It can't be the ground. I don't even remember digging in the dirt. Maybe someone got me dirty. Wow, Chat. Was, wenn alles nur Panikmache ist? Ja. Ich glaube, der ist nur verwirrt. Ja, ich glaube auch. Der ist einfach komplett in Panik. Du musst auf dein Herz hören. Okay, ich höre auf mein Herz. Hear out. How did I get this dirt? It's not like I haven't showered in days. Yes, that's weird. Wo ist das Telefon? Kann ich jemanden anrufen? Die sollen ihn abholen und selber checken, ob der einer von denen ist. Was, wenn die News-Reporter manipulierte Aliens sind? Genau das. Die wollen uns einfach gegeneinander aufbringen, die Menschheit. Dass wir uns gegenseitig einfach umbringen. Kann mit Telefon nicht interagieren. Ist es vorbei, wenn du einkillst? Keine Ahnung, ich spiel's ja auch gerade zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, worauf das Spiel hinausläuft.
Also der ist schon sehr sus. Auch als Mensch kein Anlass für so, Einlass für sowas. Who are you? How is it going here? Everything okay? Der hat ziemlich perfekte Zähne, Chat. Why are you ignoring my question? Wait, what do you want? Listen, are you alone in the house? Just curious, you're just reading someone's fortune, promising salvation to some, driving some away. I'm alone. Ah! How come? It's hard to be alone. What's wrong with you? Come with me, young man. No one will know what happened when the last guest arrived. The house is left unoccupied for a long time. After your terrible disappearance, everyone avoids the abandoned house. Ich bin einfach mitgegangen. Ich bin einfach mitgegangen. The fuck? Ich hab halt gesagt, ich bin hier alleine, weil ich halt, weil ich halt nicht die anderen irgendwie verraten wollte oder so, keine Ahnung. Did you see the newscast? It's a nightmare. Okay, in this heat, every dialogue is going to waste your energy. So think hard about who you want to talk to. Yeah, tutorial. Vielleicht kommt dein Kind und dann haust du hier ab. Ja, diesmal retten wir die Frau. Achso, ich muss essen. I guess. Damit Zeit vergeht. Ja, das ist ja mega dumm, dass ich einfach mitgegangen bin. Keine Ahnung. Wenn er irgendwie gesagt hätte, wenn er jetzt irgendwie eingebrochen wäre und hätte mich gekidnappt, okay oder so, dann hätte ich das irgendwie verstanden als Bad Ending. Aber ich bin einfach, ich habe gesagt, ja, ich bin alleine. Er so, ja, dann komm raus. Ich so, ja, okay, ich komm raus. Den nehmen wir wieder rein. Das ist ein Süßer. Den lassen wir auch rein, Chat. Auch wenn ihr ihn nicht mögt. Doch, ich mag ihn. Ich lasse ihn rein. Das ist ein guter. Das ist so ein Freak, das ist einer von uns, Chat. Den können wir nicht einfach zurücklassen. Wenn die Welt so eine apokalyptischen Status wäre, unsere Welt, wir wären dieser Typ. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, wenn wir das ansprechen. Aber irgendwie muss ich meine Energie loswerden, I guess. What do you know about the cataclysm? The sun is exploding. There is a real hell on our earth, without metaphor and purgatory.
No one trusts anyone. People are literally being burned alive during the day, and people are ready to sell their own mothers for shelter. I want to believe in people, but it's hard to do so. Okay, frage mal, was der weiß. Das ist unsere WG, ja. I don't even know what to say. I decided to look out the window and I wish I hadn't looked out there. The sun just burned some kids. Okay, das haben wir auch gelesen schon, ne? Okay, ab ins Bett. Dann können wir jetzt die Frau retten. Soll ich jemals in eine WG ziehen dann mit diesen Leuten? So, who are you? You don't mind the heat. I always feel cold. While some are burning up outside, I've wrapped myself in jackets and still feel cold. I'm scared to take off my clothes. What if it only brings more suffering? And what if I can't die from it? Thank you. The ceiling is a little low here, but I'll be fine. Ist die riesig oder was? Nein. You're scaring me. Are you out of your mind? Listen to me. I'll give you a brief rundown. The sun burns and burns us for reason. It bakes sins out of us. Soll ich den vielleicht reinnehmen, Chat? Der hat ziemlich gammelige Zähne. Soll ich den reinnehmen? Gar keinen Bock auf den? We're going to live. Ja, das hatte ich euch gehabt. Der ist Mensch, aber killt euch trotzdem. Der will so Snacks wegessen. Lass den Ogre rein. Glaubt, die Aliens sind Fanatiker. Maybe they're friendly. Ja, wir haben auch nicht. Wir haben auch nicht unendlich viele Zimmer, ne? Komm, verzieh dich. Der ist von alleine gegangen, ne? Okay, jetzt machen wir mal Beginning. The dead will come and tell, and he will not be believed. What does it mean? I need to... Okay, ich glaube, den kann man gar nicht einladen. Okay. Fragt die Frau, ja, kann ich noch nicht jetzt reden. Muss ab Tag mit denen reden. So, wo ist die Frau? Was ist hier los? I wish there was some warmth. Okay, I need to check on you. Teeth. My teeth? If it helps. Ach du Scheiße. What do we do now? Nein. Thank you for your trust. I hope I can be for your service. There's something eating me up, but I can't open to you yet. Sorry. Finger? Looks like, but it, okay. Ach, komm schon! Do you think my fingernails fit the sign of a visitor? Nein! Ich hab doch Nein gedrückt, Chat. Ich hab doch hier out gedrückt. Why is it like that? Ever wonder? Ich hab doch hier out gedrückt. Aber was ist, wenn in den Tüten
unser Typ drin ist, Chad. Sie hat den Typen umgebracht. Er ist weggeschickt und erschossen. Da war sogar Blut an den Säcken. Okay, Chad, ich schieße. Is this the end of my life? What a shame. Ich schieße. Die eine war auch ein Alien. Also muss er auch ein Alien sein. But why? Ja. Die hat unseren Menschen umgebracht hier. Nee, was für Restart? Ich hab die Aliens umgebracht. Der Mensch liegt doch auf dem Bett. Das ist sein Zimmer gewesen. Er saß da im Wohnzimmer und jetzt sind da nur noch Tüten, die irgendwie ein bisschen rötlich sind. Das hatte sie ihn umgebracht und in die Tüten gepackt. Who are you? Why are you ignoring my question? I have other people taking shelter here. How come? It's hard to be alone. What's wrong with you? Come with me, young man. Hä? Es ist trotzdem das Gleiche. Du musst, glaube ich, den Mann am Leben haben. Welchen? Du warst diesmal alleine. Der Erste? Soll ich nur den Ersten reinlassen? Und alle anderen wegschicken? Vielleicht lass den Ersten reinschicken und den Dreckigen mit dem dreckigen Shirt. Der komische Freak, der irgendwas von Sünden redet. Der Perverse. Ja, der Erste war schon ziemlich safe. Oder wie gesagt, die Aliens wollen, dass wir das denken. Huh? Oh, yeah. Anyway, thanks for listening to me. Okay, guess I'll move on then. Bye. Bye. Wieso wäre das Spiel mit AI so geil? Poor boy, das ist ein scheiß Alien, der überlebt draußen easy. Also wir können ansonsten auch einen Run machen, wo ich einfach alle reinnehme. Wir machen jetzt erstmal den Plan. Der Große und der Dicke. Die nehmen wir rein. Dann hätte man so andere Dialoge und wechselnde Merkmale und so weiter. Dafür brauchst du keine AI.
doctor. I can tell you a lot more about all this. Do you have any beer? I forgot to ask. So, mit dem zisch mir gleich ein Bierchen. Nee, ich muss die Türen reagieren, bevor ich schlafen gehen kann. Ich muss mit denen reden. Alles da. Ah, ich weiß nicht, ob ich das... Warte, wo ist unser Alkoholiker? In der Küche? Beim Kühlschrank? Ah, hier. I listen to your words, human. Speak. I need to check on you. Thief? And I've stood up for my truths with them. I've defended all my truths. See for yourself what I'm really doing here. Okay. Der hat eigentlich recht gute Zähne, nur dass ihm einer fehlt. I save my teeth with beer. It's good for calcium. Without it, you would have lost your teeth long ago. Understandable, of course. There's so much going on right now, but we live on. We live on, okay. Dann gucken wir uns noch die Hände an. Watch my nails as long as you like. I've trained myself to get useful to sunlight with them and open beer caps. Okay. Did you just want to check it out? Okay. Was sagt er über die andere Welt? Über die Welt da draußen? A lot. And believe me, my friend, this is far from over. This is just the beginning. The scale has not yet been filled enough to balance the universal powers. It takes more to be burned in the righteous flame of the sun. But now, my friend, these sacrifices will not be in vain. Someday we will all understand the true intentions of the sun-faced one. Fuck, sometimes at night I really miss my wife. She was a saintly woman, but a real piece of work. Oh, der hat seine Frau verloren. Die andere Welt, ich meine die Welt draußen, ey. Mann. Okay, mal gucken, ob ich jetzt wieder rausgeworfen werde. Why are you here? Wait, what do you want? Ja, er wiederholt sich. Okay, ich habe andere Leute. You're lucky tonight. I can hear someone whispering in your rooms. But who knows what will happen tomorrow? Can I rest at your place? Where did you come from? I don't remember anymore. I don't care about it. I'm very tired. If I don't get some rest, I'll just collapse from exhaustion. Is your partner sick? That's my husband. He died. I can't bury him properly now. It's pointless to let him go now. Boah. Boah. Die trägt einfach ihren toten Ehemann. Doch, wir müssen die reinlassen, Chad. Die scheinen komplett traumatisiert zu sein. Vielleicht, wenn die hier eine Nacht schläft und runterkommt, dann beruhigt sie sich und vergräbt ihn. Würde ich nicht machen. Doch, lass den rein. I don't think I'll stay long. I just need a break. Also, sie braucht noch eine kurze Pause. Amogus!
You see what's going on? Fucking hell. How is it going down here? What do you need? Just curious, that's all. Actually, I've got a little scheme. You could easily make some money. With the sun feeling so good, you can make money without even trying. And all the losers are scared of something, but you just need to hustle, bitch. Why did you come to me? You're already in business. You're gathering people. You're going something, doing something here. You're making things happen. We will turn this into a celebration of life. Lass mir rein. Also sieht aus, als hätte sie kaputte Zähne hier rechts. Aber dieses Shirt, das macht ihn ein bisschen sus. Du musst ihn reinlassen, ja. Oh oh, now we're talking. Finally someone with some sense, bitch. Noch jemand. It's so quiet at night. Hi, can I come in? Have you been watching the house? What? Not? No, of course not. It's rare for a house full of people to be so quiet at night. Someone forgets themselves in alcohol and yells. Someone screams in pain and burns. Someone just screams with unbearable sorrow. Who are you? I am a traveling doctor now. Hospitals are chaotic. I highly advise against going there. I have operated on people. I'm a surgeon. There wasn't enough funding at our hospital, so I have done a lot of other jobs that aren't typically mine. Now I just go around helping whoever I can. Chat, der ist ein Arzt. Chat, der ist ein Arzt, oder? Scheißegal, ob der weird ist, der ist ein Arzt. Wir brauchen einen Arzt in unserer Gang. Wir brauchen einen Arzt, einen Koch. Für was? Ja, wenn wir uns verletzen. Wir haben einen Arzt. Wir nehmen den mit. I hope I can help someone. Das ist ein Arzt. Das ist verarschen, nein. Auch wenn, nein, das ist ein guter, das ist ein Arzt. Okay, jemand klopft, niemand da. Der ist euch zu Mittag. Ja, wir checken den jetzt am nächsten Tag. Wenn er irgendein Zeichen hat, knall ich den ab. Aber ansonsten... Okay. The William FEMA staff members have organized quarantine zones. Anyone showing signs of visitors is directed there. Some people express concerns that the identity of visitors remains unknown. However, FEMA assures that they are merely ill individuals in need of assistance. Additionally, FEMA has identified a new indicator of visitors, intensely irritated blood red eyes. This information was discovered through experiments with detained guests. According to FEMA experts, the irritation is caused by exposure to the bright sunlight. Please stay alert and calm and avoid leaving your home during daylight hours. Now let's move on to the news. Okay, rote Augen, rot unterlaufene Augen. Hä? Da war doch gerade jemand, Chat. Da war gerade jemand, wieso ist er weg? Okay, I need to check on you. Eyes. Every day gets more surreal. What if I didn't sleep well or if I cried? I can't make sense of how this all works anymore. What do you do if one sign checks out or several? Ich meine, er hat einen Punkt, Chat. Now I'm going to be a visitor tonight. I'll go and cry. I'll reminisce about the peaceful times. Ja, der hat halt echt einen Punkt, ne? Hey, what's up, bitch? What do you want to check? Okay, zeig mir deine Hände.
Okay, I'm fine. I don't do anything with my nails. Look. Okay, sie sind sauber. I wash. I just didn't have time to rinse my hands today. Usually, okay. Lassen wir den erstmal. Was war das für ein Geräusch? Boah, dieser gruselige Doktor. Die Leiche, Junge, Junge. I need to get some rest. I need to check on you. Tief? Okay. Das ist eine Zahnlücke. That's it. Can I have some quiet time here alone? Stimmt. Moment, das hieß ja aus dem Fenster gucken. Kann ich aus dem Fenster gucken? Ich kann auch nicht aus dem Fenster gucken. Hm? I need to check on you. What do you want to check? Zähne. Er versteckt die immer so. Thank you, my teeth are fine. Ah, it's the Withered Science you're asking about. Sure, look. Na, die sind sehr gut. Perfect, huh? I had a friend of mine put them on for free. And I operated on him a while ago. I wonder how he is now. If you want, we can fix your teeth too. For cheap, of course, since you helped me out. Once all the sun madness is over, that is. Ja, wir gucken uns die anderen Zeichen noch an, Chat. Yes, I've operated on so many people with these hands. I could tell you so many stories, but maybe another time. Now please look. Schon sagen. Als Arzt dreckige Fingernägel wäre schon nicht so geil. I try to keep these arms toned so I don't slack off. Who knows what tomorrow might bring. Okay, Augen? Yeah, I'll show you my eyes. Not sure if you have not noticed, but I have Polychoria. That's what it means. Gibt's das in real life? Das gibt's in real life. Das ist hella creepy. Das ist schon... ist schon wild. Habt ihr jemanden im Chat jemals in eurem Leben gesehen, der das hat? Sharingan, Junge! Katzen können das auch haben. Einmal eine Katze hast du so gesehen, okay. Ja, ne? Eigentlich fucking gefühlt jedes 0815 Horrorspiel hat Augen als Thematik, aber niemand kam auf die Idee, das zu benutzen? Für die Horrorgames? My vision is actually worse because of it. You would think having two pupils is in one eye would be handy. But Alice, okay. Ja, er hat nur perfekte Zähne. Wir haben noch eine Energie. Wofür benutze ich diese eine Energie, Chat? Wem stellen wir eine Frage? Dem Biermann? Aber der hat kaputte Zähne und saubere Fingernägel.
Moment, hat er saubere Fingernägel oder kaputte Fingernägel? Die Frau? Scheiße, ich hab ihn angeklickt. Fuck, ich wollte das nicht, Chat. Ich bin abgerutscht. Jetzt muss ich mir ihn abchecken. Look into my dark eyes. I absorb all the blessing of light with them, transforming energy from them. I get all my strength from my eyes. Did you see the true power of the sun in my eyes? If not, you're just blind. Try looking at the sun for a longer time as I do. Die sind schon blutunterlaufen. Aber ich konnte ihn auch nicht erschießen, weil ich wahrscheinlich, weil ich keine Energie mehr habe, ne? Fuck. Ich hoffe nicht, dass er es ist. Ich hoffe nicht, dass er es ist. Fuck. Der hat nur kaputte Leber. Maybe. I'm from FEMA crew. We are here to help you. You came alone? No, of course not. Our crew is going door to door in the neighborhood. We are splitting up to get the job done faster. I won't be staying long. Why are you wearing a hazmat suit? Are we getting one of those? How will you help us? First, we have to do some investigation. Based on the results, I will be able to take further action by notifying the management. You just need to wait a little. What's next? I will take one man from you. I'll have him back soon. It's for examination. You may have been exposed to solar radiation. We will measure it on one person. It can be anyone. What's next? Wait. Either we will evacuate you from the dangerous area or we will bring the man back to you. We will issue instructions either way. Now I'm taking the man from you. Well, we will go. Okay, ich kann nicht mal auswählen. Die haben den Alki mitgenommen. Goodbye. Die haben den scheiß Alki mitgenommen. Yeah, what a mess. Did you see that? What kind of society is this? The beasts around here are revealed. Finally, nobody's pretending. What do you mean? Haven't you been to other houses, outside on the street? All those social norms and other crap don't work anymore. Might make right now, if you can outfit others, you've won an established order. How many houses have you switched? I haven't been anywhere for a long time, but everywhere I see chaos. Fear blinds people to so many things. You still have some order. That's interesting. I would like to see you keep it. Ich meine, wir können ihn reinlassen und einmal testen. Der wird ja nicht instant alle umbringen. Na, wieso nein? So wie die andere? Die andere hat ja nur einen umgebracht, nicht alle. Okay, dann lasse ich halt die nicht rein. You better leave. Ah, so that's how it is. Wait for some news. Das Kind ist hier. Let me in. Did something happen? Ah, my daddy! Ah, killed my dad! Why did they do that? Drink some water. Who did this? Drink some water. We had visitors, they said, in our room. Daddy was talking to them about something and then they killed him. Our house is now on fire. Wir lassen sie rein, oder? She's fake, nein. Can you help me? I'm scared. Wie lassen die rein? Das ist ein Kind. Chat. Yo, ciao, Yuna. Gute Nacht. I'm not from around here. I don't like staying in one place too long. Can't roam around as much anymore. I'm getting too old for that.
What are you looking for here? In town? I just want to rest. After this damned sun, the visitors started popping up more, crawling everywhere. I'm telling you, we need to snuff them out. They're trying to pull something on us. Do you want to kill the visitors? Where's your weapon against the visitors? I had a gun. I almost got killed myself. They waited till I was asleep in the tent and just stole my gun. I was running. They were shooting. That's the kind of fun they have. There's nothing human but a shell. Chat, das ist ein Guter. Das ist ein Kämpfer. Den müssen wir reinlassen, oder? Das ist so ein Daryl Dixon, Alter. Gib den eine Armbrust und der knallt die alle ab. Ja, yeah, der verteidigt uns. I knew you weren't a pushover, a real man. Well, mix it up with these visitors. They won't come near us by a mile. So. So. Anybody home? Who are you? I used to live a couple of blocks away. We were evacuated from our home by those in yellow suits, but didn't take us anywhere. They didn't provide us a place to go to live. Where should we go? What should we do? While everyone's figuring out where to go, I'm here trying to save myself. Why did they kick you out? They said there was a big sunstroke or something on our house. Those in yellow suits kicked us out. Somebody was grabbed, taken for tests. Some were released. Die lügt doch, oder, Chat? Die Leute von FEMA, die werden doch die nicht einfach auf die Straße werfen. Die haben doch extra so Shelter gebaut. Ja, uns haben die auch nicht rausgekickt, ne? Aber gut, wir hatten auf unserem Haus nicht irgendein besonderes Sandstroke. Komm, wir schmeißen die raus. Well, don't open the door to those yellow ones anyway. Well, you generally don't open the door anymore. I'll bring my people over here and help you save yourself. Scheiße. Wir werden heute Nacht gepurcht, Chat. Good morning, dear viewers. This is the morning news. FEMA continues to identify new signs of visitors. According to their data, attempts to photograph visitors result in severe blurring in the photos. These effects can only be observed with film cameras. Ich habe keine Kamera. Unfortunately, the reason for this phenomena have not been determined yet. However, FEMA urges citizens to use this new information to identify visitors. Please stay alert and calm and avoid leaving your home during daylight. Wo ist mein... Okay, er lebt. Habe ich ein Fotoapparat? Okay, Chat. Wen checken wir ab? Erstmal die neuen, ne? So, Kind. Ich kann mit dem Kind nicht sprechen. Mit dem kann ich sprechen. Keep your eyes open. The visitor could be any of us. Okay, I need to check on you. Foto. I don't really like taking pictures. The flash reminds me of a thunderstorm. It makes me panic. Direkt die Waffe raus. No, you don't get it. I'm not taking pictures. Okay, wir testen nochmal einen anders. Thanks for understanding. You know, I don't like the stuff. The pictures. The sudden flashes. The sounds. Brrr. I'm not interested. Oh, das wollte ich nicht. Chat, was habe ich bei ihm zuletzt gecheckt? Ist egal, lass Foto machen. You want to take a picture with me? Let's do it.
Only thing, I'm really sensitive to light. I might flinch. You're taking picture of the person you're talking to. You think the picture is okay, but the face, it looked very smudged. That's what I'm talking about, bitch. Er erschreckt sich bei Licht. Nee, nee, wir schießen noch nicht. Nicht so easy. Otherwise, they will relax, so they forget things. Wir schießen noch nicht. Lass mal seine Hände anschauen. Wobei, er hat bestimmt dreckige Hände schon, so oder so. Lass Zähne gucken. Der sieht so aus, als würde er theoretisch normalerweise kaputte Zähne haben. Thief, alright, let me show you. Fuck! Wait, now what? I know, stress and all, but it's the visitors we are supposed to be messing with, not each other. It's about time you came to your senses. Scheiße. Okay, checken wir Augen oder Hände? Eyes? You know, I once had color in my eyes. Now, of course, this kind of life only gives us gray eyes. Sie sind auf jeden Fall nicht rot unterlaufen. Nein, wir killen ihn nicht. But I'll get them all. I'll tear them apart with my hands. Then we will live in peace again. Lass nochmal ihn abchecken. Was hat dich bei ihm gecheckt, Leute? Hände habe ich bei ihm gecheckt. Dann lass Zähne schauen. My brother-in-law got this, his teeth done. He got smashed. Guess what? Lost all his fucking teeth. I gotta show you. Okay. Okay, gut. Nee, nee, du hast kaputte Zähne, wir lassen dich. I get it, of course. All this stress. Ja, ja, okay. Ja, mit dem Kind kann ich nicht reden. Weil sie wahrscheinlich hundertprozentig safe ist. Nein, ich wollte nicht mit ihm reden. Scheiße. Okay, dann gucken wir uns noch seine Augen an. Oh mein Gott! Der hat halt giga beschissene Zähne, ne? Was war nochmal mit seinen Fingern? Waren die sauber? Die waren sauber, ne? Wir haben jetzt zwei Beweise für dafür und zwei dagegen. Na, ich glaube, ich lasse den noch am Leben. Lass ihm noch einen Tag geben. It's just some kind of disease. Ja, okay, er hat noch das Shirt, wo Fett Amogus draufsteht. Aber vielleicht sollen wir denken, dass er Traitor ist wegen Amogus. Ja, ich kann das denke ich mir auch. Ich kann das nicht im selben Raum machen, wo das Kind ist. Chat, wir checken nochmal morgen ab. Komm. Wir checken nochmal morgen ab. Ich habe jetzt nur 3 Energiepunkte. Ich habe ihr Zähne gecheckt, ne? Lass mal ein Foto machen. Don't you think this is a mockery? No one helped save my husband, but now
You want to mark his death? Oh, ja, okay, gut. Sie hat einen Punkt. I'm at loss for words. Do whatever what you want. Don't touch me. You take a picture of the person you're talking to. You don't see anything out of ordinary. The dead man was in the frame. It makes you think. Now just go away. Okay, sie hat kaputte Zähne und Foto. Wir haben noch zwei Tests. Der hat saubere Hände. Der hat perfekte Zähne. Der hat diese komische Krankheit in den Augen. Machen wir ein Foto. I understand that we need to check all the signs, including this one. You're taking pictures of the doctor. Nothing out of the ordinary. I've been told I have been unusual appearance. What do you think? Okay. Chat, wir haben noch einen Test. Den testen wir noch. Den Holzfäller. Was haben wir denn beim Holzfäller noch nicht getestet? Die Hände. Of course, my hands will be dirty. I go out at night to dig up these devils. It's even easier to kill them that way. I suggest you do the same. Nein, wir killen nicht. Lass uns noch mal einen Tag chillen. Lass uns noch einen Tag chillen. We have the FEMA team. We need to do a survey of your neighborhood. The man you took isn't enough. Last one? Oh, that. The examination procedure is quite exhausting right now. Your man is in rehabilitation. After the rests, we will bring him back right away. Die lügen, Chat, die lügen. Die haben ihn mitgenommen und die haben ihn gefressen. Why was not one not enough? The sample is too small. The boss first said to take one at a time, but now we can see that we need more, so we went out again. No, I'm not interested in these examinations. Wir geben niemanden ab, Chat. You don't get it. We didn't give you a choice. We are just doing our job. You can't say no. Scheiße. We'll do what we need to do and leave. Nein! Die haben Mokus mitgenommen. Nein! Nein! Der schon wieder! What do you think of that one in the suit? He's doing his job? I don't know how to feel about him. What's not to know? Okay, anyway, I don't care. I'm kind of busy, so can you come back later? Can you leave? Yeah, sure. I didn't think you had any trouble talking to me. Just first, are you alone in the house right now? I have other people talking shelter here. Yeah. Okay. Also ich denke mal, Chat, das Ding ist, ich darf nicht zu wenige haben, wahrscheinlich, ich darf nicht zu wenige im Haus haben, weil der Typ im Anzug, der nimmt wahrscheinlich immer einen mit. Er nimmt immer einen mit und wenn keiner mehr da ist, dann nimmt er mich mit. Und der nimmt mich mit, wenn keiner da ist. Das heißt, ich darf nie zu wenige im Haus haben. Getting ready. Do you know what you're getting ready for? It's the last days. Didn't they tell you? Dogs rule the world and only dogs will be here. Have a good stay. Ja, wahrscheinlich, wenn ich keinen Menschen mehr im Haus habe, nur Aliens im Haus habe, dann nimmt er mich auch mit oder so.
Oh, but what comes next is a terrible secret. You're back. How have you survived all this time? That's not the problem you should be worrying about, but thanks. And I don't yet feel that the glaciers are going to melt anytime soon. Looks like we are in for birds raining from the sky. What does that mean? You tell me. Is this supposed to be the end? Or are we yet to smell more gunpowder? I can't see beyond my own nose anymore. Probably nothing to wait for. What should we do? I don't know. I'll just keep watching. That's all I can do. What will you do? Okay, ich kann den nicht reinlassen, ne? Ich darf den nicht reinlassen. Okay, ab ins Bett. Ja, es gibt ein VOD davon. It is no longer safe to live on the surface of the earth. You board up all the windows and barricade the doors. After conferring with your tenants, you decide not to go out in the outside world anymore. You pray helplessly that someday this will all be over. If this nightmare ever ends, but hope is still alive, at least for now. Wir haben es durchgespielt, Chat. I guess, das ist ein good ending, oder? Ich kann mir vorstellen, wenn du ein Alien bei dir drin hast, dann würde der Text jetzt wahrscheinlich irgendwie so klingen, so von wegen, yo, es ist jetzt so heiß, wir können nicht mehr rausgehen, wir müssen jetzt alles verbarrikadieren und warten, bis es besser wird, aber einer greift uns an oder so. Einer greift uns an und frisst uns oder so. Dass wir quasi das Best Ending haben. Einmal stand unten, dass jemand gestorben ist. Aber das war diesmal wohl eher einer draußen. Hm. Aber ist in einer so einer Welt das Good Ending nicht sterben? Ja, Good Ending natürlich nicht, aber ich meine jetzt für dieses Spiel, für diese Story ist das, denke ich mal, ein positives Ende. Aber ja, natürlich, in dieser Welt gibt es kein Good Ending, I guess. Das war actually ein cooles Game. Boah, ich stelle mir gerade vor, Chat, so ein Spiel zu machen, aber viel komplexer. Viel komplexer im Sinne von sowas wie... dass man noch so Regeln einbaut mit... Dieses typische, der Wolf darf nicht alleine mit den Schafen sein, sonst werden die Schafe gefressen. Dass du zum Beispiel dann auch sowas machen musst wie, keine Ahnung, der Holzfäller, wenn der Holzfäller da ist, dann müssen irgendwie mindestens zwei Frauen sein, sonst bringt er eine Frau um. Sowas halt, ne? Und das soll jetzt besser sein als Schillers Art Games? Ja.